Also, welche Möglichkeiten haben wir jetzt hier? Ihr könnt ja auch zuhören, bei euch geht das genauso. Guck mal. Hier geht es darum, dass wir die Ränder, es geht jetzt um die Bearbeitung der Felder, ne? Dass wir die Felder ein bisschen stärker machen, dass da ein bisschen mehr Leben rauskommt. Ne? Also, ich könnte jetzt mir vorstellen, dass du hier was Helles machst. Mhm. Also hell als diese Farbe. Und dann geht das so nach und nach so, es wird immer heller und immer verschwindet es. Okay. Meinst du das? Ist okay? Probier's. Oder du machst so einen Rahmen, hier hellen Rahmen. Und dann geht das so. Ich würde das mit Schwamm machen. Okay. Ich mache jetzt eine kleine Probe, ne? Immer wenige, nicht zu überschwänglich. So. Erstmal wenig anfangen und das wird dann immer mehr. Du willst ja sehr schnell immer viel machen, ne? Das ist bei dir immer so, aber mach immer weniger. Du kannst so ein bisschen reinkommen hier, guck mal. Hier auch so ein bisschen reinkommen. So. Dann hat man nicht so harten Schnitt. Den Rand am Anfang gemacht. Ne? Und jetzt sind wir mit der Farbe noch weiter reingegangen. Das sieht jetzt so überall unregelmäßig aus. Und ich. Oh, das ist gefährlich, wenn ich, dass da was tropft. Das ist gut, ne? Also, wir machen das jetzt nochmal ganz sauber. So. Und ein bisschen rein, ein bisschen raus. Rocco hat nie gerade Linien. Okay? Deswegen so, aber nicht so jetzt, aber so ein bisschen rein, ein bisschen wieder raus. Und okay, so machen. So, genau. So machen hier rüber, hier auch, damit es ein bisschen sauberer aussieht. Könnt ihr auch die Bilder gucken, er hat nicht so gerade. Ja. Hier genauso, dass man das hier so wegmacht. Ja. Wenn das jetzt so, das ist noch, das ist okay. Wenn das Dunkle hier rauskommt, das ist okay. Wie gesagt, es soll symmetrisch sein, aber nicht gerade. Symmetrisch heißt, das ist genauso groß hier wie hier. Ja. Aber nicht so gerade. Okay?